unsere vier Hebel sind, unsere bewährten Prinzipien, nach denen wir immer wieder in Kampagnen vorgehen, damit man tatsächlich die rar gesäten Fachkräfte im Handwerk finden kann und gewinnen kann als Betrieb. Und dann nochmal ganz gezielt auf das Thema OnePage einzugehen, warum wir uns wirklich sehr bewusst und über mehrere Wochen hinweg, nicht nur in einer sehr schnellen Entscheidung, für OnePage entschieden haben und wie es uns den Alltag tatsächlich einfacher macht, vielleicht auch für euch als Agentur. Heute soll es darum gehen, was die vier Hebel sind im Recruiting, warum aus unserer Sicht die ganz klassischen Sachen, die verbreitet sind, und ich meine damit mittlerweile auch klassische Sachen, die man online macht, nicht mehr funktionieren, warum wir auf gar keinen Fall mobile Funnels benutzen, und es gibt ja eine Software, die das Wort mobiler Funnel ganz besonders immer betont, warum auch Social Media alleine aus unserer Sicht und Erfahrung nicht das Allheilmittel ist, in so einer konservativen Branche, um Mitarbeiter zu finden, und wie wir es mit OnePage, da ist die Betonung auf langfristig, eben schaffen, gute Ergebnisse zu liefern, weg von in 30 Tagen XY, lieber in einem Jahr betrachtet, weil wir leben als Agentur alle davon, langfristig mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, als Partner und nicht kurzfristig 30 Tage. Kurz zu mir, ich habe vor 12, jetzt mittlerweile 13 Jahren sogar angefangen, damals im Kinderzimmer Websites gemacht, im Tennisverein den ersten Kunden gefunden, mittlerweile über 250 Handwerksunternehmen aus unterschiedlichsten Gewerken, vom Dach bis in den tiefsten Keller rekrutiert. 2018 mit dem Thema Recruiting im Handwerk einer der ersten Spezialisten in dieser Nische gewesen und Gott sei Dank auch in vielen Fachmedien präsent. Also ich kenne ganz, ganz viele super konservative Medien, konservative Messeveranstaltungen, wo Handwerker eben aktiv sind. Ich mache es auch Gott sei Dank nicht mehr alleine. Ich habe heute drei meiner wunderbaren Mitarbeiter da, also Hanna, Fabio, Meißer, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind jetzt insgesamt 11 Leute in Frankfurt. Das ist noch das alte Office. Wir sind jetzt in den Hirschgraben gezogen, wirklich Luftlinie 500 Meter von hier. 250 erfolgreiche Projekte und 300 Einstellungen. Das waren sogar mehr, 311. Unsere Faschingsliebhaberin in der Agentur dieses Jahr, die feiert immer besonders die Zahlen mit der 11. Und sind auch in Einkaufsverbänden gelistet. Deswegen profitieren wir sehr viel von dem Know-how, was wir auch aus einer SHK-Branche wirklich mitbekommen, vom Einkaufsverband. Wie funktioniert Gebäudetechnik? Wie funktioniert wirklich die Wärmepumpe? Das macht mir auch ein bisschen Spaß, mich damit technisch auseinanderzusetzen, um dann zu verstehen, wie tickt gerade unser Kunde, wo hat er mehr Nachfrage, wo hat er weniger Nachfrage, um ein viel besseres Beratungsgespräch zu führen. Das waren ein paar der Fachmedien, wo wir präsent waren, auch der Einkaufsverband von Interdomus, wo ich über diese Methode auch schon reden durfte, um wirklich immer wieder bewährt nach demselben Schema vorgehe. Ein paar Ergebnisse, was man so erzielen kann mit dem Ansatz, den ich euch gleich vorstelle. Elektrounternehmen aus Nordhessen, aus Marburg, der Herr Gundlach, der hat jetzt schon den vierten mittlerweile Elektroniker eingestellt. Das war die Erstkampagne damals, 3 Elektroniker, 8 Wochen. So zum Thema Erwartungshaltung in einer konservativen Zielgruppe. Im Online-Marketing sind wir alle überdurchschnittliche Ergebnisse gewohnt. Er hat damals gesagt, ich habe euch für eine Stelle gebucht. Eigentlich war meine Erwartungshaltung, 2 einzustellen, aber als ihr 3 mir gefunden habt, ja, da gebe ich sogar auch mal eine Bewertung. Das ist so manchmal die Erwartungshaltung unserer konservativen Kunden im Handwerk. Wierig, einer unserer langjährigsten Kunden, über 14 Monate, über 150 Bewerbungen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Schlagzahl an Bewerbungen pro Monat, dass die immer wieder einstellen können, ohne dass es zu viele Bewerbungen sind, in unterschiedlichsten Berufsgruppen. Meistens wird natürlich die Fachkraft gesucht, aber eben auch darüber Bauleiter, Fachkräfte im Büro. Einmal rief er uns an und hat gesagt, hey, die Bürofachkraft kam zurück. Dann konnten wir eine Kampagne kurzfristig auch mal wieder pausieren und ein Jahr später war wieder ein bekanntes Gesicht da. Wir kennen auch absolute Spezialgewerke, nicht nur Elektro und Dach. Marc Hettrich, auch ein langjähriger Kunde, schon immer mal wieder Kampagnen geschaltet. Die machen Tore, Falltore, Rolltore. Ich liebe das, mich mit wirklich super speziellen Sachen zu beschäftigen. Schiebetore gibt es auch und mittlerweile Schrankentore, die in die Erde reingehen. Deswegen machen wir auch Handwerk, weil da kann man sehr coole Sachen zeigen. Also ihr könnt euch alle das Schrankentor vorstellen, was in die Erde geht. Wer sowas verbaut, der kann auch einen einzigartigen Job anbieten. Und die typischen Herausforderungen sind meistens von diesen Betrieben, dass sie irgendwas machen, dass sie Geld in die Hand nehmen. Die sind nicht untätig, die machen schon irgendwie Zeitungswerbung, die posten irgendwie. Klassische Maßnahmen von früher funktionieren aber nicht mehr. Die haben irgendwas mit Social Media in der Regel sogar auch schon gemacht, aber leider ohne langfristiges Ergebnis.
Und dann gibt es auch noch wirklich von der Location her häufig das Problem im Stuttgarter Raum, im Hamburger Raum, dass es eben sehr gute, bekannte, namhafte Brands, Mercedes, Bosch etc. in der Nähe gibt, die nicht nur besser zahlen können, sondern halt an sich schon eine sehr große Arbeitgebermarke sind, mit denen dann der kleine Handwerksbetrieb konkurriert. Aber auch da gibt es Kampagnenmuster, wie man gezielt dagegen vorgehen kann, um doch gute Talente zu gewinnen. Hier mal drei Beispiele, warum es denn eigentlich nicht klappt, von ganz klassisch links. Wer glaubt, das wurde in der Zeitung veröffentlicht? Es war tatsächlich ein Post in der Facebook-Gruppe. Ich musste sehr schmunzeln. Auch so ganz, ganz klassische Oldschool-Sachen werden teilweise auf Social Media hochgeladen. In der Mitte, das war dann ein Social Media Post, der parallel als Plakat ausgespielt wurde. Wenn ich das jetzt in meinem Newsfeed sehen würde, bei der Schriftgröße, ich schätze mal 6, kann das auch keiner mehr lesen. Das heißt, auch solche Postings können ja nicht funktionieren. Und rechts der allseits beliebte Mobile Funnel mit Wackelbutton links und rechts. Was jeder macht, kann auch nicht mehr so gut funktionieren. Und hier weiß ich null über die Firma, habe nicht mal ein Bild dazu. Wir haben unsere Strategie in 4 Schritte eingestuft. Wir nennen das knackig BABE. Und BABE hat 4 Buchstaben, B-A-B-E. Wir fangen mal mit dem ersten an. Und das ist mir das Allerwichtigste. Also das möchte ich auch allen Recruitern heute mitgeben, dass ihr anfangt, Ads zu machen, wenn ihr es nicht eh schon macht, mit Botschaften. Wenn wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, zum Beispiel dem kleinen Betrieb, der konkurriert mit Daimler-Benz, schauen wir immer, was ist denn eure Botschaft als Arbeitgeber? Warum? Da kann man auch provokativ reingehen und fragen, warum zum Henker sollte denn der Geselle, die Fachkraft überhaupt bei euch arbeiten? Was macht euch denn aus? Dann spricht man über Werte, dann spricht man über Tiefergreifendes, weil es heutzutage halt einfach nicht mehr reicht zu sagen, wir sind ein super dynamisches Team, verstehen uns richtig gut und wir zahlen auch noch pünktlich den Lohn. Obstkorb, ja. Obstkorb ist im Handwerk gar nicht so beliebt, aber pünktlich den Lohn zahlen, damit brüsten sich tatsächlich manche und dann schmunzeln wir und schauen halt, wie kann man da tiefer reingehen und was sind wirklich die Projekte, die Leute begeistern, was sind die Events, die man gemeinsam macht. Wir haben Kunden, die gehen mit ihren Gesellen alljährlich in den Urlaub. Das ist natürlich die Creme de la Creme, aber wenn man solche krassen Sachen macht, die richtig viel Geld kosten und in der Werbeanzeige steht trotzdem am Ende, wir suchen einen Elektriker MWD, ja, dann hat man halt eine Chance vertan. Man kann auch den Urlaub zeigen und da richtig locken. Tolles Beispiel ist auch die offene Tür vom Chef. Also bei uns steht die zwar auch offen, da gemeint ist ja, man kann schön über private Themen reden, man ist hilfsbereit, man ist für die Mitarbeiter da, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Hanna bei uns arbeitet, weil wir eine offene Tür haben. Interessiert dich relativ wenig. Vielleicht das offene Fenster im Sommer oder jetzt die Klimaanlage, aber offene Tür, damit meint der Unternehmer eigentlich, der Geselle kann zu uns kommen. Wir können über private Themen reden, wenn auch mit der Frau etwas ist, mit dem Kind. Man ist füreinander da und so muss man die Botschaft auch kommunizieren und nicht so eine blöde Tür zeigen oder das Bild in den Kopf rufen. Der zweite Schritt, den kennen hier viele Performance-Marketer, da geht es dann um die Aufmerksamkeiten der Zielgruppe. Da sind wir im Bereich bezahlter Werbung und im Bereich der umgedrehten Bewerbung. Wir ignorieren alle Maßnahmen, die Richtung aktive Suche gehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, gerade im Bereich Elektro oder im Bereich Sanitär, wenn dort ein Geselle aktiv suchen muss, dann ist es egal, ob es die Zeitung ist, ob es eine Gruppe ist, wo es um Jobs geht, deswegen posten wir auch nicht in Facebook-Gruppen, dann sucht der aktiv. Und eine richtig gute, eine exzellente Fachkraft, die wird nicht suchen müssen. Die wird beschäftigt sein, die wird unzufrieden sein, aber die wird nicht suchen müssen. Deswegen drehen wir den Spieß um und es gibt selten Firmenaccounts mit massiver Reichweite, deswegen nutzen wir die bezahlte Werbung, um die Botschaft, die man vorher erarbeitet hat, auch auszuspielen. Da darf am Ende nicht stehen, wir suchen Elektriker MWD. Da muss die Botschaft, die Message stehen, wofür der Betrieb in der Region bekannt sein möchte. Und das führt dann dazu, dass nicht nur über den Funnel, man darf das auch nicht linear denken, sondern dass auch einfach per Anruf und per E-Mail plötzlich Bewerbungen reinkommen, weil man langfristig einfach sichtbar ist mit einer Botschaft, die im Kopf bleibt, statt Elektriker MWD. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht auf der Ad-Ebene, wie das bei uns aussieht. Der Martin Reinwald in Untermünkheim, wirklich eine Weltmetropole, bei Schwäbisch Hall irgendwo, der hat Badplaner gesucht, die Träume realisieren, die Verwirklichung von Badträumen. Er hat mir dann im Gespräch gesagt, naja, das Bad, wenn es nicht das Gäste-WC ist, ist ja einer der intimsten Orte, die man zu Hause hat.
in den vier Wänden. Da geht es um Träume, da geht es um Zeit für sich, da geht es um Intimität. Also muss man auch das mit einem gewissen Respekt machen und nicht einfach ein Bad planen, sondern Badträume realisieren. Wir haben auch einen Kunden, der kann Elektriker im Homeoffice einstellen. Es gab ja diesen riesen Homeoffice-Trend in der Corona-Zeit. Wir haben einen Elektrikerkunden, der kann Homeoffice-Anteil anbieten. Das ist möglich durch bestimmte Werkstatteinrichtungen und Servicemöglichkeiten zu Hause. Oder in Zeiten jetzt der Energiewende, von Nachhaltigkeit, ist ja immer die Frage, über welches Motiv man die Leute motiviert. Unser Kunde Instellion, da geht es um Start-up, da geht es um schnelles Wachstum. Props an die Photovoltaik-Jungs hinten, haben uns da gestern drüber ausgetauscht. Ein Start-up im Handwerk hat eine ganz andere Motivation, dort anzufangen und Hyperwachstum, als ein klassischer Elektrobetrieb, der halt auch irgendwie PV macht. Also muss man auch dieses Branding hier mitbringen. Der dritte Punkt, da kommt dann auch OnePage ganz stark ins Spiel, ist das Thema, wie begeistere ich jetzt wirklich die Leute? Weil in einer kurzen Ad, auch die Empfehlung würde ich mitgeben, kann man immer nur einen Vorteil zeigen, eine Message. Wer eine Ad macht, die so lang ist, bei Facebook gibt es eh sowieso nur noch 3 Zeilen, das wird nicht gelesen, das wird überflogen. Konzentriert euch in jeder Anzeige auf einen Vorteil. Vielleicht hat ja der Betrieb 3, 4 Vorteile, die er bieten kann. Und die kann man dann wirklich komprimiert auf Landingpages zeigen. Mit schönen Bullets, mit schönen Icons, vielleicht sogar mit Bildern, die genau diese Situation darstellen. Wir nutzen dafür auch stellenspezifische Landeseiten. Häufig im Recruiting-Markt gesehen, dass eine Landeseite gemacht wird für 3 unterschiedliche Stellenprofile. Wenn wir jetzt im Handwerk denken bei uns, man kann den Bauleiter nicht auf die gleiche Art locken wie die Fachkraft oder den Azubi. Das funktioniert vielleicht noch in der Zahnarztpraxis, wo es 3 Jobs generell nur gibt, die gesucht werden. Aber im Bauhandwerk, in sehr konservativen Branchen und generell größer gedacht, würde ich immer empfehlen, man kann so schnell ein Template machen mit OnePage, das zu duplizieren und stellenspezifisch sich ein bisschen mehr Mühe zu machen, auf die Stelle einzugehen, führt zu drastisch besseren Kampagnenergebnissen. Und auch sehr lustig, das kann man ja über den Pixel überprüfen und in der Werbebibliothek, fast keiner nutzt im Recruiting mehr Retargeting. Also man kann begeistern und dann muss man auch begleiten. Wer die Botschaft, es kam eben ein Klicktipp schon vor, wer die Botschaft einmal gesehen hat, ja, der kann sich vielleicht in dieser Reise bewerben. Wenn er in der Zielgruppe drin ist und es ein kompakter Radius ist, sieht er es vielleicht auch 5, 6 Mal. Aber nur wenn man ihn begleitet und unterschiedliche Botschaften ausspielt, dann hat er das Gefühl, als würde er dem Betrieb folgen, was ja heute keiner mehr macht, keiner folgt einer kleinen Handwerkerseite. Und man erreicht ihn viel häufiger. Man kriegt eine Frequenz hin von 16, von 18, von 20, wenn man in Untermünkheim mit Retargeting aktiv ist. Und so gibt es eben auch viel bessere Ergebnisse. Der vierte Punkt, beziehungsweise davor die Reise, man kann ein Bild zeigen at the job, den Monteur während der Arbeit. Man kann das Auto zeigen, als würde man organisch folgen und sieht plötzlich den Kollegen, der sein Auto vorstellt. Man kann Referenzen zeigen. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich gerne im Handwerk arbeite. Wir haben Kunden mit richtig geilen Referenzen, mit Bohrern für 1,5 Millionen Euro, die Brunnen bohren. Würde ich jetzt an die Steuerberater denken, nichts gegen Steuerberater. Die sitzen meistens in einem ziemlich langweiligen Büro, ist ja kein Start-up, sieht alles gleich aus. Kann ich keine coolen Bilder zeigen. Im Handwerk gibt es coole Referenzen und die Kampagnen funktionieren auch richtig gut. Das könnte so eine typische Reise sein, die immer wieder auf die gleiche stellenspezifische Landeseite führt in OnePage. Der vierte Schritt ist dann der einfache Blitzbewerbungsprozess, Kurzbewerbung, Schnellbewerbung. Man kann es nennen, wie man will. Es geht darum, dass es ohne Anschreiben ist, dass es ohne Lebenslauf ist, auch wenn man den jetzt mittlerweile hochladen kann und ein Upload da ist in dem Quizformular. Erst am Ende, nicht direkt auf den Funnel gehen, nicht direkt aufs Quiz gehen, das ist der Teil, der leider ausgelassen wird meistens mit der schönen Landingpage. Man muss abfragen, damit man eine qualifizierte Bewerbung bekommt und auch aussortiert, weil lange Zeit war die Logik ja nicht möglich, aber Gott sei Dank geht das jetzt in OnePage, dass man wirklich, wenn die Ausbildung nicht da ist, auf eine Helferstelle verweisen könnte oder den Bewerber freundlich ablehnt. Und ganz wichtig ist dann, das könnt ihr als Recruiter, als Agentur allen Kunden mitgeben, den Bewerber zeitnah anrufen. Wir haben mal intern analysiert, was der Hauptgrund ist, warum eine Kampagne am Ende vielleicht doch nicht funktionieren könnte, ist, wenn erst nach einer Woche angerufen wurde, von Person A an Personal übergeben wurde, an einen technischen Ansprechpartner, der validiert, ob das Know-how wirklich vorhanden ist und ab da ist schon der Lead vergessen. Kein Interesse mehr.
Praxisbeispiel, kurzes Quiz. Das ist vom Elektro Gundlach aus Marburg. Da fragen wir mit Klick ab und nicht mit Freitextfeldern. Cool, dass du die Funktion vorhin vorgestellt hast, Marcel. In dem Quizformular haben wir entdeckt, ein Freitextfeld hat mittlerweile über 20% Absprungrate. Das heißt, der Klick ist viel wichtiger und geht viel schneller durch als ein Freitextfeld, auch wenn die Qualität natürlich eine andere ist. Die vier Schritte im Überblick, ganz, ganz wichtig, das ist 80% Gefühl unserer Arbeit, sich auf eine gute Botschaft, auf knackige Copies zu fokussieren, die Aufmerksamkeit zu erzeugen in der Plattform der Wahl, wirklich zu begeistern und zu begleiten mit interessanten Botschaften und den Prozess super einfach zu halten, dass man sich in 60 Sekunden bewerben kann.